Moin, moin. So. Dann wollen wir mal weitermachen hier. Mit dem Baumaschinen-Simulator. Wir laden erstmal wieder unseren Spielstand hier. Spielstand laden, ja. Wir erinnern uns ja dran. Das letzte Mal sind wir mit Sand durch die Gegend gefahren in einen Kinderspielplatz. Das war auch total spannend eigentlich. Naja, oder auch nicht. Die Hälfte an Fahrten hätte auch gereicht. Sehen wir doch mal, was wir heute haben hier. Ist schon so lange her. Nehmen wir doch mal... Schotterlieferung. Der Besitzer eines Landhauses möchte den Kies in seiner Zufahrt durch Schotter ersetzen. Ja, macht Sinn. Hole mit dem Kipplader das Material von der Kiesgrube und liefere es an die vorgegebene Stelle. Eine Ladung sollte dafür ausreichen. Das ist doch genau das, was wir wollen. Oder? So. Muss man nebenbei auf die Uhr gucken. Manche Leute wundern sich übrigens, dass hier so viele Autos stehen, weil das ist ja standardmäßig nicht so. Ja, ich habe ein bisschen gemogelt, habe ich, damit ich auch mal vorher weiß, was ich hier eigentlich spiele. Wir setzen uns mal wieder hart in den LKW rein und als erstes tanken wir voll, weil ich weiß nämlich nicht, ob wir das in einer Tankfüllung schaffen. Da geht's weg, das gute Geld. Ist fast wie im wahren Leben. Als ich gestern getankt habe, habe ich mir auch gedacht. Respekt. Ich würde lieber in Griechenland tanken. Da haben wir ja schon bezahlt. So. Dann bleibe ich erstmal in meiner ersten Aktion heute an der Tankstelle hängen. Jemand hatte, glaube ich, gefragt, ob beim Feuerwehrsimulator, wie man die, die Dingens, Bummens umstellt. Das sind die Tasten 7, 8 und 9. Die Kamera. Ich glaube, ich fahre übrigens gerade mal hart falsch. Das ist ja schon das Ziel. Ich muss erstmal Kies holen. Ey, hier wächst eine Blume mitten auf der Straße. Ist ja erstaunlich. War die Karte schon mal so groß? Wir fahren erstmal zur Kiesgrube. Das war nicht die Kiesgrube, ne? Ich werde mich jetzt auch bemühen, nicht mehr Engländer zu spielen und auf der richtigen Seite zu fahren. Obwohl, hier fährt ja eh keiner lang. Ist ja eine Insel. Oh. Tütüt. Hier gibt's Beton. Hoffentlich kann man sich später noch Autos kaufen, die schneller sind. Falls ich mich etwas gedrückt anhöre, ich bin mal wieder etwas erkältet. Dieser Umstand ist meinem Vermieter geschuldet, weil der meine Fenster hier leider nicht vernünftig gedingsbumst. So, Kies links. Und wir füllen auf. Wieder einmal ein bisschen Treibkies. Treibsand ist es ja nicht. Wir sind aufgeladen und fahren jetzt hier lang. Ich bin falsch. Ja, wir schaffen das. Ich bin Bob der Baumeister. Punkt. Hiermit haben wir auch festgestellt, diese Autos haben kein Schadenmodell. Ach ja, jetzt können wir nur noch mit 40 fahren. Hat der auch mehr verbraucht? Das würde mich mal interessieren. Liebe Entwickler, habt ihr berücksichtigt, dass ein Auto
mehr verbraucht, wenn es voll geladen ist. Das sind Fragen, die muss man klären, gerade beim Simulator. Ich glaube nicht, weil ich meine, verbraucht das Auto weniger, wenn man über Wasser fährt? So, wir bleiben ausnahmsweise mal bei Rot stehen. Und wir biegen ab. Das heißt, ich blinke mal. Oh. Also mein Auto geht aus, wenn... mein Auto geht aus, wenn ich abgebogen bin. Nein, natürlich geht nicht mein Auto aus, wenn ich abgebogen bin. Mein Blinker geht automatisch aus. Ich würde mir das auch wünschen. Ich glaube, ich fahre übrigens Maß falsch. Ja. So, das mache ich natürlich extra, weil ich wollte natürlich den neuen Zuschauern die Umgebung zeigen. Und aus diesem Grund fahre ich jetzt hier lang, weil der Weg ist toll. Klang nicht überzeugend, oder? Langfahren. Wir könnten natürlich versuchen... Nein. Ich wollte jetzt versuchen, über den Berg zu fahren, aber ich mach's nicht. Nee, 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 nee. Stylische Musik, muss ich ja sagen. Ich meine, wenn ich jetzt im LKW rumfahre, wäre natürlich Country Music total gut, so Tom Astor im Baumaschinen-Simulator. Ich glaube, wir fahren aber weiter hier lang. Oh, ich habe vergessen zu blinken. Ja, das war der Warnblinker. So, und jetzt fahren wir geradeaus bei Orange durch. Das geht ja noch. Ach, guck mal. Ich finde es trotzdem erstaunlich, dass unten unser Tacho in dem Bild da auf 90 steht und wir... Oh, ich muss blinken. Ich fände es trotzdem gut, wenn der Blinker auf Q und E wäre. Das wäre toll. Könnte man nämlich beim Abbiegen auch vernünftig blinken. Ich meine, ich bin verwöhnter Ego-Shooter-Spieler. Aber ich finde das toll. Ich muss das mal. Liebe Entwickler, es wäre toll, wenn man zumindest die Belegung für die Blinker und sowas umlegen könnte. Dann müsste ich nämlich nicht immer vom Gas gehen, wenn ich... Obwohl, ich kann ja auch so Gas geben. Ich muss mal was versuchen. Nö. Da ich die Pfeiltasten zum Gas geben nicht benutzen kann, muss ich mit WASD oder wie hier gesagt wird, AWSD arbeiten. Und ich mit meinen Wurstfingern habe es ganz schwer, X zu drücken zum Blinken. Aus diesem Grund wäre es ja total knorke. Kennt jemand das Wort noch? Knorke? Wenn man das ändern könnte, dann könnte ich nämlich hart reinblinken, während ich fahre, ohne vom Gas gehen zu müssen oder mir die Finger zu brechen dabei. Jetzt bin ich voll gegen das Auto gefahren eigentlich. Da haben wir es schon. Dann werden wir ihm das mal vorbeibringen hier, dem Udo Müller. So, da brauchen wir natürlich wieder die Außensicht, weil ich sehe sonst... Ja. So. Wieso das denn nicht? Ich sollte doch Keys holen, oder?
Weiß noch jemand, wie das war? War die Aufgabe nicht Kiesladung? Um nicht zu sagen, Scheiße. Kann man sich Auftragsdetails angucken? Ich weiß es nicht. Ich drücke einfach mal alle Tasten durch. Bahnblinklicht. Ja. Nee. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich habe ihm jetzt Kies gebracht und ich sollte ihm gar keinen Kies bringen. Aber warum? Der hat doch Schotter gesagt, man wollte Kies haben, oder? Einfach weiter zurück. Ja. An dieser Stelle frage ich mich... Da? Ich weiß auch nicht mehr, gibt... Tja, liebe Fans der... Also ich persönlich... Komm gleich wieder, ich muss mal eben gucken, was ich machen muss. Gleich wieder da. Da bin ich wieder und wie durch Zauberhand können wir jetzt entladen und mein Kies hat sich in Schotter verwandelt. Ich bin... ein Zauberer. Nein, wir haben natürlich einem der Kies in der Einfachheit Kies gebracht und da ist natürlich zu Recht, dass der sagt, nee, hör bloß auf, den Scheiß hab ich schon. Aus diesem Grund, würde ich mal sagen, wir entladen mal unseren Schotter. Yay! Nee, da reicht nicht eine Ladung. Juhu! Du hast den Auftrag erfolgreich abgeschlossen. Der Auftragswert wurde deinem Konto gutgeschrieben. Wir sind so dermaßen begeistert, dass wir jetzt gleich zurück in unseren Bauhof fahren. Moment. Ah. Alles klar. Vielleicht kriegen wir noch eine zweite kleine Aufgabe hin. Ich wäre voll dafür. So, wo ist er denn? Unser Bauhöfchen. Wir werden natürlich gleich erstmal speichern. Weil wir jetzt gerade durch magische Hände Kies in Schotter in Kies. Ne, Kies in Schotter verwandelt haben. Und wir kürzen einfach mal ab über die Blumen. Wir als einziger Bauunternehmer hier auf dieser Insel können uns das leisten. Und wir verklemmen unser LKW zu, mit Absicht jetzt erstmal... Also jetzt reicht's aber. Ah, ich will doch nur tanken. Wir wollen tanken. Schön dicht dran. Dann haben wir den nämlich nächstes Mal gleich wieder aufgeladen. Aufgeladen. Ja, was ihr nicht wisst, dies sind alles Elektroautos. Hart raus aussteigen. Ne, hart rein aussteigen wäre die richtige Notation gewesen. So, ich gehe speichern. Solgat LP. Falls übrigens jemand fragt, wie ich auf diesen Namen komme. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Den habe ich schon urlange.